nicht rein. Er wartet. Warum drückt er mich denn erstmal raus? Ist der doof? WLS. N54. Selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Sturm auf das Mare Crisium. Mittlerweile sind wir alle aufmerksame Fans der Reality-Show, die sich Weltraumpolitik nennt. Aber das hier ist das echte Leben und alles, was da oben passiert, könnte bald echte Konsequenzen für uns hier unten haben. In letzter Zeit redet alles über den Angriff auf Ursula Correa. Correira. Infolgedessen sind die Kontrolle über die untere Hälfte ihres Körpers komplett verloren hat. Die Medien zeigen Kommentare zu dem Vorfall von Correras jüngerem Bruder Wagner in Dauerschleife und besprechen ebenso oft das Outfit, das Yara Ayoade bei der offiziellen Pressekonferenz trug, bei der sie jegliche Gerüchte dementierte, dass Correras Familie etwas mit einem Unfall zu tun hatte. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mit jedem neuen Tag klingt der Spruch, was in der Umlaufbahn passiert, bleibt auch in der Umlaufbahn. Mehr nach Wunschdenken. Ja, er ist im Auto. Tot. Mein Beileid für dich. Und der Relic. Hab ihn hier. Hatte ich befürchtet. Was? Saburo Arasaka, tot. Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Du hast uns doch in die Scheiße geritten. Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein scheiß Assistent! Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen! Das waren wir nicht! Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben! Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Parker, Addis, dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst. Dein Gesicht, alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Wow, das ist ja nett. Echt jetzt? Alter. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Dex, was soll das? Ruhmreich draufgehen können andere. Echt jetzt, Alter? Was ist dieser dreckige Typ, Alter? Ey. Cyberpunk 2077. Das war das Intro? Das war das Intro echt jetzt?
Intermezzo. Hey. Alles okay? Mir ging's nie besser. So siehst du nicht aus. Hey, wer sind wir? Du kannst nicht rauf. Hey, hey, cool bleiben. Ah, der sind wir. Natürlich total zugedröhnt. Hä? Keiner applaudiert. Verabschiede ich mich von euch allen. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Ihr nicht. Geht klar. Aber ich will's heute. Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Willst du, dass ich aufgebe? Klingt eher nach dir als mir. Weißt du warum? Weil du schon immer eine ängstliche Pussy warst, Carrie. Kriegst noch einen guten Rat von mir. Lass dir endlich Eier wachsen. Zeit, die Zukunft einzuläuten. Love like fire. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatlerblut in Wallung. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Silverhand? Hey, Scheitern! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf und nimm es nicht ab, klar? Draußen abläuft. Waren wir das? Johnnys Idee. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Wayne richtet, weg vom Tower. Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern trampen. Schluck die Gewissensbisse runter.
will diese Waffe behalten. Stabil, steht da, stabil. Geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Na los! Du Dreckstück! Noch mehr! Lass los! Boah, die Waffe ist ja übel. Shido 2, wie ist die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los! Der Demolitron. Bombe ist bereit. Saka Elite, mach was! Los, Johnny. Weg! Schieß die Kabel durch! Schmeiß die Rotoren an, wir sind gleich da! Oh, warte mal. Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Scheiße, ich wusste es. Es ging dir nie um Arasaka, oder? Sondern um dein Groovy-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Mach das alleine. Du hast 4 verfickte Minuten, wenn du mitgenommen werden willst. Tür ist offen. Oh, ist ja gut, ey. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Was ist er denn für ein Badass, ey, alter Schwede. Oh, wollte die Treppe eigentlich hochrennen. Seine Waffe ist ja krass. Gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. Netter Eisbrecher. Aus dem Ausland? Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig. Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Okay. Und tschüss. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Wow. Oh nein. Shit. Das ist Adam Smasher. Johnny, lauf!
Keine Chance, oder? Murphy! Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Ach du Scheiße. Smasher. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Oh. Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Cop da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Dein Boss scheint nicht so begeistert von eurer Leistung. Azuse. Jukzetsu Hanashiosu. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ach du Heiliger, das sieht nicht gut aus. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Naze kono you na koto. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten.人は嘘をつき、自分自身を欺く。だが、シャは違う。シャは雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉には慎ましさがある。始めろ。 Soulkiller. Ach, nein. Klingt nicht gut. Klingt gar nicht gut. Soulkiller klingt nicht gut. Das ist das Gebäude, in dem wir waren. Der Arasaka Tower. Und du? Wer bist du? Ich hab da eine Vermutung. Wir
Wir leben noch. Städtische Müllhalde 2077, Zeit 4.40 Uhr. Pacific. Ist das Dex? Sieht. Hör zu, Alter. Ich hab genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Gut so. Dex ist ein dreckiger Hund. Puh. Arasaka-sama, Ochichi-ue no satsugai han wo mitsukemashita. Kono otoko de machigai arimasen. Hai. 1時間後には着くかと Hilf mir. Heise. So. Nur für dich. Hörst du mich? Ich brauche deine Hilfe. Was? Und er ist wieder voll da. Und wieder voll gefechtsbereit hier, wa? Ich kenne nicht. Oh, der andere Schuss, warum hält er sich die Seite? Alter. Das war gerade voll komisch mit dem Schießen und so.
du kippst wieder um. Halt die Augen offen. Fuck. Ich bringe meine Sachen immer wir zu Ende. Beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Ripper-Doc, dem du vertraust? Du warst im Konpeki Plaza. Wir müssen zu einem Ripper-Doc. Schnell! Victor flickt uns zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Okay, schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistis Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Ja, ich sterbe jetzt einfach. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein, aber nicht zu tief. Zwischen seinen Lymphknoten unter dem Kopfwändermuskel sollten zusätzliche Neuralbuchsen sein. Endlich eine Wille treffe. Stirbt er! In der Tat. Wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe Bruchsen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Schnell, bringen wir ihn rein. Ich schaffe es nicht! Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Mesti! Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Schneid durchs Hinterhauptbein. Gibt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie. Ich weiß, was ich tue. Schraubt er den anderen wieder zusammen. Den Bodyguard vom Vater. Und er guckt wieder Boxen. Es ihm. Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Victors Knick, 2077, 1849. Fuck. Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Aber es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann
Versprich mir nicht zu lachen. Platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Night City sah anders aus. Seltsam. Und ich hab's gehasst. Jeden Menschen. Jeden Zentimeter. Oh. Es war zu real. Mikro war noch an. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, W. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Ich wusste es. Moment. Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf? In diesem Augenblick? Ganz genau. Johnny Silverhand. Hatte vor etwa 50 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Die AHQ-Katastrophe. Schon mal gehört? Das war er. Er starb wohl in den Trümmern. Ja. Aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. So hast du mich noch nie angeguckt, Vic. Was ist los? Du... Du hast nicht mehr lang, Kleiner. Was sagst du? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Du kriegst mich wieder hin, oder? Vic? Ich wünschte, ich könnte. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip war... ist ein Konstrukt, eine Psyche. Die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter DeShawn. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. DeShawn. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Menschen stehen nicht von den Toten auf, als sei nichts passiert. Früher nicht. Heute tun sie das, wenn sie geheime Konzerntech tragen, die dazu programmiert ist, sie wiederzubeleben. Was ist mit mir? Meiner Psyche? Ich komme zurück aus dem Jenseits und dann soll ich so tun, als ob diese Veränderungen normal sind? Frag die Techniker von Arasaka. Aber deine Psyche wird ausgelöscht werden. Unter Schmerzen. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Und wenn wir den Chip rausnehmen... oder deaktivieren? Beides außer Frage. Du würdest sterben, und zwar sofort. Scheiße. Ich erinnere mich an diesen Werbespot. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Sichere deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Vic,
Du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir. Bitte. Vic. Ich weiß es nicht, Kleiner. Misty? Die Arme. Du verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, Vic. Bringen wir dich nach Hause. Dann starb er. Ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Im Schlaf. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes. Des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudo-Endotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt, damit er mich gleich umbringen kann? Hör zu. Für eine Weile wird es dir gut gehen. Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, mein Lieber. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben, wie? Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird beängstigend. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wozu brauche ich Pillen, verdammt? Warum blase ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dann zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Ich muss mich hinlegen. Hier, ich habe noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Oh, versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Hast du nicht gehört? Mein Zustand ist unheilbar. Was soll mir das denn bringen? Sei nicht albern. Solange du lebst, gibt es Hoffnung. Lass dir von niemandem was anderes einreden. Glaubst du wirklich, dass ich das überleben kann? Natürlich. Schließlich bist du schon einmal gestorben und zurückgekommen, oder nicht? Hm. Misty, warte. Weißt du, Jackie? Ja? Er hat so viel von dir gesprochen. Er hat immer von dir gesprochen. Sehr oft. Wir hatten einen Streit, bevor er sich zu diesem Job aufgemacht hat. Er war nicht sauer auf dich. Ich hoffe, das weißt du. Ja. Ich wünschte nur, unsere letzten Momente zusammen wären anders gewesen. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf. Alter Schwede. Ah. Ich muss hier raus, verstanden?
Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Kommst du auf einmal her? Wie können wir überhaupt reden? Woher soll ich das wissen? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Oh, verpiss dich endlich! Sprich mit der fremden Person, nö. Du machst Maul auf! Fuck! Fuck! Dreckiger Chip! Ich reiß ihn selbst raus! Nein, warte! Was? Immer wiedersehen, Arschloch. Aber nicht so. Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab. Na los! Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen, ganz sicher. Lass mich in Ruhe! Na los, verpiss dich einfach! Kugel in den Kopf, gib keinen anderen Weg. Hörst du, du Arschloch? Schieß dir ins Hirn, verdammt! Oh, verdammt! Sehe ich auch so. Wie? Sehe ich auch so. Alter Schwede. Okay. Wir haben ein paar optionale Schlafen gehen. Öffne dein Inventar, nimm dir Munition, checke deine E-Mails. Das machen wir jetzt zuerst. Nimm dir Munition. Erstmal nehmen wir alles mit. Auch wenn wir es nicht brauchen. Munition. Wo haben wir denn Munition? Die Munition ist auch gut. So, wir gucken jetzt erstmal. Haben wir erstmal ein Level? Wir haben auf jeden Fall ein Level up. Gut. Dann habe ich gesagt gehabt, wir machen alles mal auf Level 6. Und versuchen alles so ein bisschen nach und nach zu verbessern. Machen wir damit weiter.
Dann haben wir Athletikvernichtung und Straßenschlägereien. Ja, guck mal rein. Belohnung für Fertigkeitsfortschritt. Ah nee, warte mal, wir haben hier drüben ja noch was. Und zwar auf Techni das hier, genau. Und Schrapnell. Zack. Nehmen wir die zwei erstmal und gehen dann einmal auf unser Inventar. Wir sind nackig. Das macht fast gar nichts. Wir haben einen Filzhut. 6,7, 9,0, 9,9, 10,1. Ein Filzhut mit 10,1 Rüstung. Alles klar. So, kugelsichere Arasaka Aramid-Weste. 29,6. Irgendwas, was besser ist. 25,7, 29,6. 29,6. Okay, das ist einfach nur... Hier haben wir ein Shirt. Okay, 25,7. Auf jeden Fall nehmen wir dieses komische Shirt. Und wir haben ja eine Maske, die wir aufsetzen können. So, und wir haben dann, nehmen wir 29,6 Militech. Wir nehmen das von Militech. So, haben ja, und die Bandagen haben wir. Die wollen wir aber nicht anziehen. Dann haben wir eine Hose, die wir unbedingt anziehen sollten. Wo ist denn die Hose? Warum ist sie jetzt halb nackt? Und Stiefel, 13,7. Haben wir keine Hose? Echt jetzt? Wo ist... Okay, das ist... Okay, ah, verdammt, das ist Outfit, ne? Ausziehen. So, dann haben wir das. Ah, jetzt ist die Hose da. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ja, gut. Ich meine, die Schuhe sind ja schon ganz hübsch, ne? Dann Waffen. Handfeuerwaffe, das ist die bessere. Dann haben wir eine Schnellfeuerwaffe. Beziehungsweise eine Maschinenpistole. Davon haben wir keine Verbesserung. Ui, was haben wir denn noch neu? Hallo? Na gut, egal. Und ein Sturmgewehr. Haben wir aber auch nichts Besseres gerade. Okay. Gut, wir sollen irgendwo Munition nehmen. Check deine E-Mails und nimm Munition. Wir gucken jetzt erstmal in unsere E-Mails. Was haben wir denn da Schönes? Nachrichten. Überfällige Miete. Sehr geehrte Damen und Herren, laut unseren Unterlagen haben Sie von Ihnen diesen Monat noch nicht die Miete für Ihre Einheit in Megagebäude H10 erhalten. In Übereinstimmung mit Mietvertrag blablabla werden weitere Zahlungsverzögerungen eine Zwangsräumung zur Folge haben. Ui. Okay, nimm dir Munition. Die Frage ist natürlich... Wo ist Munition, ne? Spiegel schauen. Liegt hier auf Klo Munition? Nein. So, erstmal ordentlich ein. Abdrücken. Wir versuchen da nochmal rein. Habe ich irgendwo Munition? Ich will nur Lager öffnen, ne? Warte mal, hier steht auch ein Kasten. So, verlasse das Apartment. Ich hab zu viel dabei. Akimura hier. Wir müssen reden. Komm zu Tom Steiner. Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom Steiner, ich warte. Playing for time. Oh.
Triff dich mit Takemura. Lies die Nachricht der Verwaltung von Megabeute H10. Welche Nachricht denn? Ist die draußen vielleicht? Beat on the bread. Arroyo. Beat on the bread at the Glen. Okay.